Dinge. Wir haben uns eben schnell umgezogen. Mhm. Im Nebenraum haben wir uns umgezogen, weil es muss ja auch visuell abwechslungsreich bleiben, ja, was wir hier machen. Ja, auch angepasst an die entsprechenden Lokalitäten. Stimmt. Vögel. Eigentlich haben wir fast das gleiche an. Eigentlich haben wir das, aber egal. Ja, sind wir wieder. Ja, wir haben eine kleine Pause hinter uns. Ja, einfach weil wir nicht direkt jeden Tag, und da wird auch direkt Nein, Nein, Nein geschüttelt, nicht jeden Tag irgendwie die 6 Stunden schaffen können. Aber nichtsdestotrotz, ein Vorteil ist natürlich, dass wenn man mal eine Session-Pause hat, man kriegt die ganzen Kommentare mit. Das stimmt. Und es wurde oft darauf hingewiesen, tatsächlich sehr oft darauf hingewiesen, dass so an einem Gegnern vorbeilaufen vielleicht nicht die beste Taktik ist für das, was da noch kommt. Das ist auch was, was ich mir im Nachhinein nochmal gedacht habe, weil ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auch bei, also aber einem deutlich späteren Spielverlauf, ja, hier am Anfang ist noch nicht so das Problem, dass ich da auch schon bei Gegnern festgehangen bin, ja, und auch schon mal in so einem Wald 5 Stunden gegrindet habe oder sowas. Was natürlich als Kind ist das so, ja, macht's halt. Ja. Macht ja Spaß. Nee. Ist nicht die beste Taktik, sagst du? Ja, man, vielleicht sollte man ein paar mehr Gegner umgehen. Okay. Ich probiere es, aber es ist natürlich, wenn man dann da so sitzt und so denkt, ah, jetzt kommen wir auch durch. Ja, es ist halt, wir sind halt in einem schönen Flow drin. Ne? Ja, das stimmt. Einmal bei dem einen Bossgegner gestorben, aber das macht ja nichts. Wir sind bei beiden Bossgegnern einmal stimmt, gestorben. Stimmt, bei beiden. Ja, ja. Also mit wir meine ich mich, aber das ist jetzt ja auch. Und jemand hatte geschrieben, man hätte bei dem Flugviech das System verarschen, ja, können, indem man einfach mal runterspringt und man kriegt die EP, ja, immer und immer und immer wieder. Das wäre eigentlich ganz interessant. Schön hochcheaten können. Ja, ja, aber wenn das der einzige Boss ist, bei dem das geht. Ich wollte mal gucken, also rüstungstechnisch sind wir jetzt. Du hattest ja dieses neue Ding da extra geholt. Die Links. Ja, ja, genau. Gekauft beim Baum. Genau, und weil er hier hatte jetzt auch noch irgendeine Rüstung, aber die war jetzt ja nicht besser. Obwohl die ist 2 besser. Ja, aber wir können es sowieso nicht leisten, deswegen ist es egal. Deswegen können wir da hinschmulen. Das ist aber auch eigentlich nie so das große Problem. Okay, gut. So, also wir haben den Wind befreit das letzte Mal, das weiß ich noch. Beziehungsweise den Wind wieder gerufen, dass die Vögel fliegen können. Genau, und die Vögel brauchst du jetzt auch, denn hier steht. Einer der Boten der Vogelstadt brachte euch zu diesem trostlosen, wirkenden Stück Erde. Da müssen wir jetzt hin, nämlich in Afrikas Tierwelt. Jetzt hast du schon gespoilert, was jetzt kommt. Er hat aber großen Hunger. Nee, erinnerst du dich noch, es standen noch rechts so mehrere Möwen hinter. Ach, die drei da, die drei Möwen. Und die bringen dich überall woanders hin, muss man fragen. Ach so, ich dachte dann aber so, was macht er denn? Zum König und Berichte von, ach, wir sollen erstmal zum König. Der war hier oben, ne? Ja. Jetzt haben wir gerade mit irgendeinem Vogel wahrscheinlich gerade erschlagen. Weil ich überlege, sind wir auf dem afrikanischen Kontinent gerade? Nee, ne? Wir sind auf dem amerikanischen Kontinent. Wir waren noch in Griechenland. Oh, was für eine gute Animation. Der Wind ist wieder da. Die Zugvögel können wieder losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Wenn er mir jetzt die Rüstung gibt, die ich gerade gekauft habe. Es ist der Windzauber. Oh, ein Zauber. Nein, Mann. Ernsthaft? Naja, er beschwört Vögel, die Krankheiten und Flüche heilen. Das ist ein Heilzauber. Achso. Nee, den Heilzauber hast du schon. Aber er hat gerade gesagt, es werden Flüche und so weiter. Naja, genau, Statusveränderung. Also. Aber dein Lebensheilzauber, den hattest du ja schon. Also, okay, wir haben den nicht mehr. Ja, nee, aber die kann man ja dann wieder kaufen. Wenn du reisen möchtest, dann rede mit der Möwe. Das haben wir was. Alle Vögel sind wieder froh, dank dir. Toll. Schön. Diese Animation ist super. Ja. So, also wir müssen mit einer der Möwen reden. Ja. Tod und Verderben. Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent bringen, ja? Aha. Keine Frage, Ark. Ich bringe dich, wohin du willst. Ich fliege jetzt ins Paradies, ja, der... Oh, das Paradies. Safarium. Ark, kommst du mit? Nach Safarium. Okay, genau. Dann fliegen wir dahin, ne? Da wollen wir hin. Du hast gerade, also Ark hat gerade gesagt, das klingt interessant, fliegst du mich? Natürlich, es geht gleich los, halt dich fest. Mit einer Möwe. Jetzt kommt wieder die eine. Oh ja. Da sind wir ja gerade in der letzten Folge schon, weil man ja... So Secret of Mana. Also wie ich das mit Secret of Mana verbinde, das. Obwohl das hier besser aussieht als bei Secret of Mana. Sieht's das? Nehme ich mir ein, dass von der Welt ist ein bisschen... Genau, nicht so pixelig. Ja, und, ja, ja. Das gab's aber auch... Das Secret of Mana hattest du doch, wie hieß denn der Drache, den du da hattest? Fuchua wollte ich gerade sagen. Nee, aber so ähnlich. Lufia. Lufia ist ein anderes Spiel, aber rate weiter. Mario. Nein, da irgendwas, war das nicht irgendwas mit F? Ja, ich bin der Meinung, aber ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Fafu. Das war aber ein sehr hübscher Drache, der war so bunt. Das stimmt, der war bunt, sah gefiedert aus. So, Safarium. Was ist geschehen, Ark?
Einst lebten unzählige Tiere hier, es war wie im Paradies. Lonzo, das Nashorn, Kamensky, die Kröte und Leon, der Löwe. Ach Mensch, toll, Leon. Da haben sie bis auf bei Lonzo, das Nashorn, die Alliteration durchgezogen. Ja, Leon war gerade Vater geworden. Und also, tja, was ist nur mit ihm geschehen? Dick. Schön dick. Seufz. Das Leben kann ganz schön hart sein. Ah, liebe Kinder, haben wir schon wieder was gelernt. Das Leben ist kein Ponyhof. Okay. Genau, guck dich mal. Das sieht ja erstmal gut aus. Aber direkt wieder so ein anderes Szenario. Sälen. Ich kann dir bestimmt helfen. Wir haben aber alles. Ist Seiten. Was ist das denn? Ich glaube, das ist so ein Heil. Info L. Beseitigt Folgen eines Fokus. Ja, ja. Ich habe so den Verdacht, dass wir hier verflucht werden können. Wir haben nicht mehr so viel Geld. Ich nehme mal 5 mit. Wir werden sicherlich noch welche finden. Aber ich nehme mal 5 mit. Du hast so wenig Geld. Ja, aber wir finden auch gleich wieder Geld. Wir finden auch bestimmt Geld. Wir finden 9. Wir finden bestimmt auch gleich Anti-Fluch-Dinger. Wie heißen die denn? Stand nicht da, ne? Nee, aber so. Was gibt's hier noch? Hier gibt's bestimmt auch schon wieder eine coole Rüstung. Nee, gibt's nichts. Okay, und der noch? Der Magier. Willkommen bei Magier. Oh, Magie-Dinger, ehrlich gesagt. Siehst du, da kannst du dir die Dinger. Das ist der Windzauber. Ah, okay. Und dann haben wir. Und da siehst du, der kostet 4 Kristalle. Allein das eine Ding. Atompilz-Heilung. Das ist ein Atompilz drin? Ich sehe da einen Atompilz. Ich weiß auch gar nicht, was es sein soll. Ein Baum, glaube ich. Schwört heilsame Magie. Wirksam gegen alle Krankheiten. Ist das nicht auch eine Heilung? Ja, naja, aber das eine ist halt Leben wiederherstellen und das andere ist halt Statusveränderung aufheben. Ein bisschen lame. Es ist, aber wir haben doch auch Knollen und alles. Aber es hat auch, da kann ich einem der Kommentatoren zustimmen, du kannst komplett ohne Magie durchs Spiel gehen. Aber das finde ich immer ein bisschen komisch. Also wenn vor allen Dingen schon so ein System eingebaut wird, das sich eher dazu anhält, es nicht zu machen, weil wir haben jetzt 15 Kristalle und ihr kostet so einen Scheiß 2 bzw. 4. Ja. Da benutzt du doch nie. Das ist wie bei Secret of Mana. Da habe ich auch lange Magie nicht benutzt, weil ich dachte, es ist so ein ähnliches System. Also ohne es zu wissen. Aber ich dachte, das ist limitiert, diese Erdnüsse oder die man da benutzt hat. Das waren keine Erdnüsse, aber da war ich wirklich davon überzeugt, okay, du kannst nur 5 benutzen und dann war's das. Nee, also du kannst dir, theoretisch könntest du dir ein bisschen was kaufen, weil sonst sparst du dir die ja einfach nur auf bis zum Ende. Ja. Aber zum Beispiel Offensivzauber, weiß ich nicht, ob man die wirklich benutzen muss. Hast ja beim letzten Mal gesehen, dass man meistens nicht mehr trifft. Ja. Oh, aber zum Beispiel der Heilzauber, wenn es mal knapp wird, kann schon nützlich sein. Ja? Ja. Hm, okay. Und ich meine, sonst würden wir die Kristalle eh nur rumliegen lassen, da können wir auch Heilzauber holen. Ja. Ich dachte, ich habe dann immer Angst, dass man die noch für irgendwas Wichtiges braucht, diese Kristalle. Nee. Naja. Nicht wirklich. Na gut. Und wie gesagt, ein paar gibt es ja auch noch. So, hier können wir rein. Hier ist Wasser. Ich nehme mal an, es ist irgendwas mit dem Wasserfall hier zu tun. Nee, da geht's rein. Ach, okay. Sherlock Matz ist wieder richtig dabei. So, wir können hier immer noch nicht angreifen. Nee, die Musik suggeriert ja auch noch Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ja. Ich bin aber Resident Evil geschädigt. Ich habe den Verdacht, hier könnte später irgendwas sein. Aber es ist nur ein Verdacht. Vielleicht, wenn hier die Tiere wohnen. Wenn hier die Tiere wohnen. Ja, du hast ja gehört, dass es. Es war mal so, ne? Also es haben mal die Tiere gelebt. Na, ich hab ihn, la. Sarah Schalalala. Oh, hier kannst du noch unten. Ja, ja, aber dann falle ich doch nur den Wasserfall runter, oder? Wäre jetzt mein Verdacht, weil wir gerade nach oben gegangen sind. Ja, kann sein. Du meinst, wir kommen irgendwo anders raus? Ich weiß nicht mehr. Ich bin der Meinung, man kam hier zu dem. Vergeht es hier jetzt nichts? Zu dem Ding. Nee, wir sind wieder unten. Dann geht's vielleicht auch irgendwo anders lang. Nee, bin mir ziemlich sicher, dass wir nach oben müssen. Aber wo denn? Wo war denn da noch oben? Ja, weiß ich nicht. Irgendwo, wo ich gerade nicht geguckt habe. Es kann sein, dass du dich einfach von dem Vogel nochmal woanders hin? Deswegen, vielleicht ist das jetzt hier, das ist wie bei den, Vögeln quasi. Genau. Das ist die Heimat und hier ist jetzt nichts. Ja. Das heißt, das könnte nämlich genau so hier sein. Falsch. Ah, okay. Weil hier ist auch wirklich nichts. Es gibt ja auch keinen offiziellen Ausgang. Nee. Dass du irgendwie auf die Weltkarte kommen würdest, oder? Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt nicht nach unten geguckt, aber... Wenn du jetzt mal zum Vogel wieder gehst... Doch, da geht's raus. Okay. Dann nehmen wir doch den. Rätsel gelöst. Ja! Okay. Afrika. Verstehe. So, ich gehe erstmal nach Süden. Savanna. Ich glaube, das ist das Ding. Ja, ich guck, wie geht's dann los? Oder? So, ich guck mal, die Dinger können wir schon mal hochnehmen. Hä? Gold! Taler meine ich. Entschuldigung. Wieso hat der Schaden genommen?
erklären. Das die sind, explodieren. Warum? Weil das ist Feuerkraut. Der ist nicht explodiert. Vielleicht sind da Gegner drunter, die man nicht. Hier geht's nach links. Ich gehe erstmal hier nach rechts hoch. Also wir werden jetzt ein bisschen. Oh Gott. Ein bisschen mehr Gegner töten. Ich hasse sie jetzt schon. Oh, machst du aber. Ja, aber was sie. Explodiert. Feuerkröte. Ich hatte genau den. Da, ach so, das, ah, da sind so Dinger drunter. Die hat man nur nicht gesehen. Fliegevieh. Geschickt. Okay, ich weiß nicht. Wir haben ja schon wieder. Ja, wir sind richtig. Genau, sag einfach Bescheid, wie nichts ist. So, hier kommt bestimmt Wasser rein. Das sieht aus wie so ein Wasserrätsel hier. Kommen wir schon hoch? Ach ja, kommen wir schon hoch. Der Matze ist ein ganz clever. Ja, das ist so. Weil hier kommen wir jetzt ja nicht hoch. Oh Gott, da ist nicht. Oh Gott, okay. Mir wird ja Angst und Bange. Was? Regnet's jetzt? Ja. Was? Ernsthaft? Ja. Krass. Füllt sich jetzt das Wasser auf? Wenn sich jetzt das Ding hier auffüllt, dann raste ich aus. Ich weiß nicht, ob das so schnell ging. Ich glaube, man musste schon was machen. Wenn du jetzt nochmal runtergehst? Nee. Okay, dann doch. Aber das ist ja geil. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich habe auch. Wir haben jetzt ja leider. Oh Gott, wirklich. 14 Damage hat das Ding gemacht. Alter. Holy crap. Oh, wir haben ihn aus dem. Ja, dieser Speer ist zwar cool, weil man. Aber nimmt trotzdem Schaden, wenn man in den Leuten ist. Ja. Naja, du musst später quasi anfangen anzugreifen, damit du. So weit genug weg bist. Genug. Ah, okay, genau. Verstehe. Ich nehme mal vorsichtshalber. Was war das? What? Ah, okay, ja. Können wir nicht. Natürlich. Hat er mich erwischt? Hat aber nur einen Schaden gemacht. Also das hast du ihn trotzdem. Oh, fuck. Sind nicht so okay, wild. So, da ist ein Fuck Leguan. Also hier gibt es im Endeffekt auch nur einen Gang, zu dem du lang kannst. Und eigentlich die Gegner beschreiben. Und zwei Items, aber die Items sind nur ein Gegengift und eine Knolle, also jetzt nicht so krass auf der Map. Das ansonsten bist du aber auf dem richtigen Weg. Sind die. Ich fände es interessant, ob jetzt die Gegner quasi. Ob die Gegner stärker sind, wenn Schatten ist. Das finde ich auch interessant. Alter! Alter! Ich will dich fertig machen. So, nämlich. Nimmt aber auch viel Schaden. Ja, aber das ist ja bisher bei jedem Gebiet so gewesen, dass man anfängt und tierisch aufs Maul kriegt. Yep. Und dann sich die gute Waffe klaut und dann geht's. Ja, das Ding ist, ein paar der Level-Ups, beziehungsweise generell Level-Ups, bringen ja hier wirklich statustechnisch ordentlich was. Kriegst ja immer ordentlich Leben dazu. Ja. Mit dem nächsten hast du dann 100 Leben. Echt, ja? Oder über 100 Leben. Ja. Wenn wir bis dahin kommen, weil. Ja. Vielleicht nicht unbedingt, weil man direkt vor einer Feuerkröte steht. Probier mal die. Auch so ein Yu-Gi-Oh!-Monster sein. Wobei dieses Monster-Design, also so eine Kröte, die sich dann aber einzieht und so Feuer speit und sich dreht, die hätte ich gerne in Dark Souls oder sowas. Das klingt auch so, als wäre das nicht völlig undenkbar. Weg! Ah, aber schön, da ist die meine Lieblingsanimation wieder. Ja. Ich esse nochmal eine Knolle. Wir haben es ja, wa? Ich weiß noch gar nicht, ob es hier nochmal Händler drin gibt. Weil den Händler hat es ja eigentlich gerade. Ja. Hier, ich weiß noch, dass es einen sehr coolen Bossgegner gab hier in dem. Heißt sehr cool. Ich weiß nicht mehr, ob er schwer ist, daran kann ich mich ehrlich gesagt null erinnern bei den verschiedenen. Alter. Oh. Geh weg. Das müssen wir noch ein bisschen üben, glaube ich. Ja, das ist nicht so einfach. Weil. Guck mal, wenn ich jetzt spät mache, schiebe ich ihn halt direkt vor mir her. Das heißt, diese Attacke ist einfach mal nicht gut für diese Viecher, weil die zu groß sind. Ja. Vielleicht. Hüpf! Ah! Ja. Wobei ich glaube, du hattest am Anfang wahrscheinlich schon die richtige Taktik. Einfach die diesen. So, ja. Die ist nicht explodiert, warum auch immer. Vielleicht weil's Regen. Meinst du? Ach komm. Das kann doch dieses Spiel nicht machen. Ich würde übrigens sehr gerne mit dir mal in Earthbound irgendwann mal reingucken. Ja, sehr gerne. Das ist ein Spiel, was ich auch nochmal nachholen wollte. Und die Leute, also man sagt ja, dass es zwar spielerisch jetzt halt schon alt ist, aber so Story und Dialoge sind wohl immer noch lustig. Ist es. Also es ist halt total absurd. Es ist von vorne bis hin einfach. Und es ist echt. Würde ich tatsächlich gerne mal nachholen. Vielleicht, obwohl das sind wieder. Ich an Nintendo richte ich jetzt gar keine Wünsche mehr. Das mache ich nicht. Die wieder nicht explodiert, ne? Ja, stimmt. Also wenn es regnet, explodieren die nicht. Was man nicht alles lernt. Wenn es regnet, explodieren. Redet der mit mir? Warum redet der nicht?
Baum. Warum denn nicht? Hallo als Baum. Ein Baum ist. Faxis. Da sind die zwei Nette. Hm. Die sieht toll aus. Davon hat es vorhin schon eine, die nett war. Die ist, glaube ich, auch nett. So würde ich sie aber nicht designen, wenn sie nett ist. Wieso denn? Die ist einfach nur so ein verkauft bisschen... Verkauft die was? Nom, nom, nom. Als Dämonen auftauchten, verödete das Land. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als es je der Fall war. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Es regnet doch. Ja, du hast ja auch schon die Pflanzenwelt wiederbelebt. Ach so, richtig, ja. Gegengift. Was? Es wäre schön zu wissen. Das war eine große Knolle. Dann esse ich jetzt eine große Knolle. Ja. Können wir sogar. Passt sogar. Ja, Überraschung. Hätte passender kaum sein können. War es gar nicht. Doch, hier war es, genau. So, da schrieb auch jemand in den Kommentaren, dass das hier Übersetzungsfehler irgendwie sind. Mit Benutzen und Ausrüsten und so. Ja, ja, dass da irgendwie wohl das schief gegangen ist. Benutze die 100 Knolle. Vielleicht ist es deswegen so verwirrend. Es ist wahnsinnig verwirrend. Das ist bereits. Achso, ist schon ausgewählt. Gut, dann nehmen wir die jetzt. Genau. Arc erhält Wunderknochen. Oh yeah, oh yeah. Es gibt auch in diesem Alter. Also nicht auf dieser Map, auf der nächsten Map. Nee, auf der übernächsten Map. Ja, also bei demnächst. Nee, doch auf der nächsten, das ist die nächste. Ja, da gibt es eine neue Waffe, theoretisch, wenn man sucht. Warum ein bisschen versteckt. Da? Ich geh mal hier nach links, also nur, dass du weißt, wo ich bin. Ich gehe jetzt hier ganz nach links aus der Karte raus. What the fuck? Boah! Wow. Ah, der lässt sich, glaube ich. Der verträgt ja gar nichts. Der wird wahrscheinlich gekillt mit einem Schlag oder so. Kann sein. Wahrscheinlich wird er bei Regen krass. Wir haben hier einen sehr ungesunden Regen-Sonnenwechsel. Ich finde den relativ regelmäßig, da kannst du dich zumindest drauf einstellen. Gibt's sowas? Nein, aber. Noch ein Baum. Ja, du bist auf dem richtigen Weg gerade. Es gibt jetzt hier nur noch. Könnt das ein, genau. Und jetzt bist du auf der nächsten großen. Das Sonnenlicht. Ah! Ah! Ich wollte ihn, aber... Wir haben ja gerade noch den Granitsperr, ne? Den wir aus dem letzten hatten. Vertragen die bei bestimmtem Wetter weniger und bei bestimmtem Wetter mehr? Kann das sein? Warum? Ich schätze mal, aber so... Ich weiß nicht. Hier steht nichts dazu. Das ist das Problem. Oh, fuck! Das ist ja so ein sehr auf die Grundzüge sich konzentrierender Guide. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Obwohl, wenn man sich mal so die heutigen Spielberater anguckt, im Sinne von mal so ein Bloodborne-Ding oder sowas, wie krass viel Information und Arbeit da irgendwie drin steckt, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Ja, mit den ganzen Tabellen und sowas. Ja. Wobei natürlich du das auch nicht bei jedem Spiel machen kannst. Alter, hat er nicht. Nee, es gibt auch heute noch sehr durchwachsene Beispiele. Ich hatte zum Beispiel, ich spiele ja immer noch gerne die Pokémon-Spiele. Ja. Und ich hatte mir mal aus Jux den Guide zu X und Y geholt. Mhm. Weil ja in den Pokémon-Spielen auch meistens haufenweise Zeug versteckt ist und ja, du bestimmte Pokémon nur an bestimmten Stellen kriegst und sowas. Aber der war total scheiße. Also der hat dich einmal durch die Story geführt und du brauchst halt null Hilfe, um durch die Story zu kommen, weil das so ein einfaches Spiel ist. Und danach kaum Extras gab. Während du dann danach den Guide zu Omega Rubin und Saphir, der war richtig gut. Okay. Also wir haben wahrscheinlich gemerkt, dass die Nachfrage auch noch vielleicht eine andere ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es unterschiedliche Hersteller waren von den Guides, aber... das war ein großer Unterschied. Komm hier nicht rein. Ich möchte übrigens mal die Viecher benennen, die du hier bekämpfst. Wir wissen ja schon, dass... Achso, das geht da runter. Aha, da muss Wasser rein. Okay, verstehe. Die geht hier nicht weiter. Möchte mal die Viecher benennen. Wir wissen ja schon, dass die Feuerkröte Feuerkröte heißt. Ja. Diese Eidechsen heißen Terrorlurch. Of course heißen sie so. Dann gibt es noch Donnerkröten, die sehen wir noch. Die kleinen Dinger unter den Büschen sind Vampirfliegen, das sind Terrorlurch. Ja, ja, der ist auch wirklich ein Lurch. Und der Lurch mit dem Säbel, ja, ist eine Säbelechse. Was ist das da? Das ist eine Donnerkröte. Warum die so heiß, wirst du gleich noch sehen. Will ich das? Kann ich ihn von hier? Ja, er kriegt mich natürlich, ne? Weil das jetzt nicht nach Donner aussah. Nee. Einfach nur nach Gift. Nee, die ist halt unten. Aber. Warum auch immer die Attacke durchkommt? Weil das Spiel ein Arschloch ist manchmal. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das. Ups, Gott, darfst du. Nee, dann würde ich da ja fast noch nicht rein. Weil jetzt gehst du weiter. Geh da nochmal zurück. Dann komm. Okay. Mach die mal platt. Mach die mal platt, sagt der. Ah, ich bin so. Aber auch mal funktioniert so, mal funktioniert das nicht. Ich will jetzt auch nicht runterfallen. Sagt er und viel herunter. Jetzt komm her.
gehen wir irgendeine Art von Fernkampf. Ja. Schade, dass es sowas überhaupt nicht gibt, ne? Ja, doch, es gibt die Zauber, aber die sind halt so. Achso, ja, aber ich meine jetzt so eine Waffe. Also, weil die Waffen bleiben ja immer dann gleich, habe ich schon richtig verstanden? Also, im Sinne von dir. Es ist immer so eine Lanze. Ja, okay. Also, du hast immer das gleiche Moveset. Nur hat halt die hier zum Beispiel, das Granitspeer, hat halt diese Fähigkeit, dass sie diese Granitblöcke kaputt machen. Stimmt. Und das kann auch nur das, soweit ich weiß. So zurück? Rechts, also rechts, rechts. Ach, rechts, rechts, okay. Jetzt bin ich schon. Geh jetzt mal rechts lang. Dann nach oben. Oh, wie die wirklich sofort kommen. Wir haben Reichweite. Ja, ja, ne, vor allen Dingen, die drehen sich um, gucken dich an und hauen dir voll ins Gesicht. Schön, dass wir die Tierwelt retten sollen. Ja! Ah! Das ist ein Asshole. Das ist halt so absurd, ne? Es sind ja Tiere. Also so ein Lurch, so ein Tier. Sind aber die bösen groß, Tiere. Aber es sind Dämonen. Die falschen Tiere. Nee, das sind im Endeffekt Dämonen, gegen das wir kämpfen. Was? Sonst würde es alles wenig Sinn machen. Du musst einen Regenaltar finden. Ich habe gerade irgendwie Regenhalter. Regenthaler. Regenthaler habe ich gelesen. Altar. So, geh da hoch. Da oben. Niemals. Da ist das Secret. Okay. Was ist da drin? Ein Secret. Das ist das Secret? Naja, geh noch mal ein Stück. Ah! Und lass ich kann nicht. What? Komm mal nicht hin. Ist hier falsch? Muss ich dann nach links? Guck mal, da links ist auch noch so ein Ding. Vielleicht. Das sieht so aus, als könnte man da lang. Hier, da, siehst du? Nee, es kann sein, dass man hier erst hinkommt, wenn man was gemacht hat. Die Bäume müssen blühen, ne? Also da kann tatsächlich sein, weil es gibt ja keinen Weg, dass du jetzt an dem Baum vorbeikommst, ne? Nee. Nee, der blockiert halt komplett. Okay, schade, weil da oben ist die neue Waffe. Dann merkt ihr mal den Spot. Ja. Dann geh nochmal jetzt wieder nach links und unten. Okay. Dann gehen wir doch mal direkt weiter. Ja, links, nicht nach unten geht's hier? Nee, du meinst nach unten. Okay, warte mal, unten ist mir irgendwo hin. Also hier kann ich nur nach unten gehen. Also ich würde jetzt nach unten gehen und dann nach links. Du hast ja Seelen. Du hast schon Seelen befreit jetzt. Eine. Eine. Oh, dann glaube ich, erinnere ich mich gerade, was man hier machen musste. War das anstrengend? Man muss die ganzen Seelen finden? Ich glaube schon. Aber geh einfach erstmal dahin, dann müsst ihr dir das Spiel das auch erzählen. Also genau jetzt hier wieder nach oben. Und da, wo du gerade warst, einfach mal normal weitergehen. Okay. Es kann sein, dass es hier so eine Nummer war von wegen, hier sammeln wir alle Seelen. Geh ich hier runter? Ja. Komm ich nicht wieder hoch. Soll ich die Donnerkröte mal platt machen? Doch, da kommst du wieder. Das kannst du sehr gerne machen. Ich nehme erstmal eine große Knolle. Ja. Donnerkröte muss niesen. Oh, oh, what the? What the? Alter! Das sieht aus, als ob die eine Seele ausspucken. Ja, ich dachte auch gerade. Dann niest doch. Faule. Weißt du was? Achso, ich dachte, das sind Steine. Achso, wolltest du aufs Kopf schmeißen? Oh! Schon fuck you! Ah. Okay. Ja, ja, die vertragen was und. Ich glaube, da musst du wirklich in Bewegung bleiben bei den Viechern. Ja, mal gucken, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Nein. Oh, Alter. Okay, da Seele. Seele. An jedem der Regenaltale kontrollieren 4 Seelen das Wetter. Also man braucht 4 Seelen. Wir haben jetzt 2. Hier kommen wir nicht hoch. Okay, verstehe. Wir kommen drunter durch. Ja, weil da, wo du hingehst, dürfte nämlich theoretisch der Regenaltar sein. Vielleicht sagen sie dir das ja dann nochmal. Oh ja. Altar 1, und hier sind jetzt 2 Seelen. Werden 4 Seelen befreit, beginnt es zu regnen. Bitte rette unser Volk. Ark. Mhm. So, wir haben also 2. Und die sind in irgendwelchen random Gegnern drin. Ja. Ich glaube schon. Ja, wird eine lustige Folge hier. Ja, kann sein, dass das ein bisschen. Hä? Nee, geh einfach. Wie geh einfach? Achso, nee, da muss man drunter durch. Er muss, nee, man muss A drücken tatsächlich. Ach, du musst A drücken, ja. Okay. Ja, genau, so war das nämlich. Aber du kannst momentan nur auf 2 Maps und ich glaube, nur auf dieser Map können die sein. Achso, die Gegner sind dann weg, die die Seelen hatten. Weil hier war jetzt noch eine 2. Kröte, die ist jetzt nicht mehr da. Okay, dann sind die nicht random, sondern platziert. Ja. Das ist immerhin was, das müssen wir noch rausfinden, welche die war es nicht. Gut zu wissen.
Ja, hier steht nämlich, um die öden Landschaften dieser Welt wieder zu begrünen, müsst ihr jeweils 4 Seelen aus ihrer Monsterhülle befreien. Besiegt auf eurem Weg zwischen Gestrüpp und Einöde alle Gegner. Die Seelen selbst könnt ihr als schemenhafte Kugeln erkennen, die sich lösen, sobald ein Kampf beendet ist. Habt ihr sie alle, begebt euch zum Tempel der Verlorenen bei Punkt.de. Da waren wir gerade. So, jetzt müssen wir nur gucken, war ich hier schon? Ich bin jetzt nach unten gegangen, ja, ne? Bin ich hergekommen. Wo bist du? Bin dann nach unten gegangen. Ja, jetzt bist du ganz links unten auf der genau. auf dem Tempel. Genau, hier war ich aber noch nicht, oder? Nee, mach die einfach mal platt. Ja. Wir sollen ja, müssen ja sowieso ein bisschen leveln und du müsstest eigentlich auch bald mal Level 12 erreichen. Ja, fände ich angenehm. Man könnte dann fast auch schon nochmal ganz zurückgehen, falls es hier keinen Shop gibt in dem Ding. Wäre ich für, weil ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so viele große Knochen. Wir haben auch nicht so viel Kohle gemacht, also das... Oh, Seele, sehr gut. Okay, dann ist wahrscheinlich noch rechts unten eine, weil da warst du, glaube ich, auch nicht. Der kann ich drin. Die Regenaltare der Vergangenheit befinden sich in Zue. Knolle. Knolle. So, okay, also, hier kann ich nur nach unten gehen. Da kommen wir hin. Achso, dann das nach rechts. Das ist die andere große, genau, gehen wir nach rechts. Gehen wir nach rechts. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber ich würde einfach mal nochmal alles abgehen. Ja. Dass man hier nicht runter kann. Uff, oh, gleich zwei. Ja, hier, die haben wir schon mal gemacht. Also da ist nichts. Machst du trotzdem nochmal. Need the XP. Ah, ich dachte, die stunnen irgendwie, das aber. Von den scheiß Kröten macht man echt nicht so viel Schaden. Nee. Oh, das ist da ist aber gerade ein Schwein. Nein, das war Köln. Das auch. 2. Fuck. Alter, wie die 15 Schaden machen, ne? Geld. Jawoll, das war fast gekonnt. Okay. Nur eine Knolle gekostet. Ich komm mal nochmal ganz rechts. Nee, da kommt man nicht. Du hattest ja schon recht, da kommt hier ja noch. Hier geht's nicht weiter. Wenn es regnet und so, dann geht's ja los. Ich dachte nur, dass man da runterspringen kann, weil... So. Also nee, hier rechts geht's nicht weiter, dann geht nur nach links und nach unten, ansonsten geht's hier... Nee, dann gehen wir wieder links, weil ich glaube, du warst oberhalb dieses ausgetrockneten Flussbetts. Nein, dann geh hier hoch. Kriegt jetzt noch aufs Maul. Nur das Prinzip. Oder ich krieg aufs Maul. Oh, okay. Knolle. Das hat nicht so gut geklappt. Oh. Hey, jetzt zu sterben wäre ärgerlich. Aber ich glaube, die Seelen bleiben. Das wäre richtig assig, wenn das nicht... Ja, im Endeffekt gehst du ja immer die Map und tötest alle Gegner, also ist jetzt... Ja, naja, wahrscheinlich so sogar gar nicht schlecht, jetzt hier zu stellen. So, hier, und dann rechts, rechts. Nach rechts. Dann nach oben. Ja, hast du gedacht, ne? 72, ey. One weil ich gekontert habe, hast du gesehen? Meinst du, es ist so wie bei Dark Souls, wenn der Gegner noch im Konter... Oh, yeah. Wenn der Gegner noch im Begriff ist, anzugreifen und du dann angreifst, ist im Konter und noch mehr Schaden? Das wäre interessant. Weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Ah, nee, das klang eher so nach Zufall. So, genau. Und hier jetzt noch unten. Ah, ich glaube, da warst du noch nicht. Weiß ich nicht. Hier ist ja eine Arschlochkröte. Ah. Da wie die. Dass sie dich da rausholen, das ist schon komisch. Weil du halt schon in dem Schleif-Move drin sein musst. Ja. Damit sie dich da nicht mehr treffen. Gott sei Dank können die da nicht mehr angreifen. Ja, das wäre deutlich einfacher, wenn man die nicht mitschleifen würde. Wobei dieses... Ja, da ist eine Seele. Da ist eine Seele rausgekommen. Entschuldigung. Du musst einen Regen, Alter. Ja, danke. So, da war die vierte Seele. Du kannst dich hier nochmal umgucken, genau. Und auch mal aufs Flussbett. Da gucken wir runter. Wir kommen auch nicht wieder hoch. Das ist eine Abkürzung dann später. Gut, das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Regen, Alter. Kennst du den Weg noch? Bestimmt, das war hier. Wir sehen da oben jetzt mal, wie er ist. Obwohl, warte mal. Weil die vertragen nicht so viel. Yes! Die sind eigentlich ganz schön. Falls das. Ist hier eine Knospe drin? Guck mal da. Ja. Witzig. Wenn wir feststellen, das geht irgendwann überhaupt nicht mehr weiter, weil ich zu schwach bin. Also nicht nur spielerisch, sondern auch als Charakter. Dann werde ich ein bisschen grinden mal. Dann werde ich nebenbei ein bisschen mal offscreen eventuell rein oder so. Das ist immer nicht so interessant, das zu sehen. Ihr habt da übrigens mal ein ganz interessantes Interview mit dem Miyazaki. War das Final Fantasy? Wie hieß er denn? Hironobu Sakaguchi, mal zu dem. Ja, genau. Der mit dem Bart. Interview gelesen, da ging es um Final Fantasy 1. Mhm. Und quasi auch die Frage, wie das mit den Grinden, was sie da ja quasi gemacht haben.
warum das eingebaut wurde. Dann hat er gesagt, naja, so ein Spiel hat natürlich eine Schwierigkeit, ein gewisses Level, das du vom Spieler abverlangst. Und mit diesem Level-System belohnst du ja letztendlich dann die Spieler, die viel machen. Ja. Der wollte so die Leute mitnehmen, die spielerisch nicht so gut sind. Also es ist quasi ein indirektes Schwierigkeitssystem, weil je besser du gelevelt bist, so, okay, desto einfacher ist der Bossgegner. Da meint er dann, naja, für die Leute, die dann sich alles angucken und eben vielleicht es an bestimmten Stellen nicht schaffen, die will er so belohnen. Das wird natürlich ausgehebelt in dem Moment, wo die Gegner mitleveln. Ja. Das finde ich ist eine schöne Sache. So, da können wir uns mal angucken. Was? Ich fühle eine riesige Kraft. Good job, Bloodshot. So haben sie diesen Soundtrack nochmal. Ja, der ist auch wieder toll. Ja. Ich möchte jetzt ein vorgerendertes 3D-Bild sehen, wo es regnet. Kann ich, glaube ich, lange warten, oder? Ja, ich glaube schon. Muss ich machen ein bisschen was? Oh, wie befriedigend. Ja. Wenn jetzt noch alle Gegner sterben und ich die Erfahrung... Gut, der ist ein bisschen billig, aber hey. Na ja. Da hätte man Regen... Oder zumindest langsam oder so, aber ist gut. Das ist wie, weißt du, das hat Prince of Persia 2008 gemacht, dass du so Sachen wiederbelebt hast und dann ist auch so ein Kreis. Stimmt, so ja, ausgegangen. Das hatte Terranigma schon alles. So. Pflanzen sind auf den kargen Boden zurückgekehrt. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Sieht jetzt noch einiges schön aus. Ja. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Kamera war so. Ja. Wupp und wieder zurück. Tiere. Natürlich. Die Tiere können nicht zurück. Ja. Weil es nicht genügend Gras gibt. Natürlich. Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Das heißt, es gibt gar keinen so richtigen Doch-Boss-Gegner. Die Möwe sagt, ich solle hier das Nas von Lonzo, die Schildkröte namens Kaminski und Leon den Löwen und König aller Tiere treffen. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt in so einem Dialog gemacht haben. Keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge auch wahrscheinlich herausfinden, aber da geht es weiter. Bis dann. Cool, fächert sich gleich noch zu. Gleich. Gleich. Ja, macht's ja was. Es ist doch kein Fächern. Doch, für mich ist das Fächern. Seit meiner Kindheit ist das Fächern.